In eine Partei eintreten? Nee, das ist nichts für mich. Ich engagiere mich doch schon für soziale Gerechtigkeit. Wozu soll ich dann noch in eine Partei eintreten? In einer Partei hätte ich als einfaches Mitglied doch eh nichts zu sagen. Aber gerade wenn du dich für Politik interessierst, können wir dich vielleicht doch überzeugen. Hier sind 10 Vorteile, die du hast, wenn du SPD-Mitglied bist. Viele sagen ja, wenn ich in eine Partei eintrete, kann ich trotzdem nichts verändern. Das stimmt so nicht. Bei uns gibt es echte Mitbestimmung. In Mitgliederentscheiden bestimmen die Mitglieder, zum Beispiel 2019 beim Mitgliedervotum über den Parteivorsitz oder auch zuletzt auf Landesebene in Berlin bei der Abstimmung über eine große Koalition. Aber auch wenn gerade keine Koalitionsentscheidung ansteht, bist du als Mitglied besser informiert als Nichtmitglieder. Denn du bekommst direkt E-Mails von deinen Parteivorsitzenden, vom Generalsekretär, von deinem Landesverband oder dem Ortsverein bei dir zu Hause. Und wo wir schon beim Ortsverein sind. Dort kannst du direkt mit deinem Engagement loslegen und dich einbringen. Du bekommst als Mitglied per Mail die Einladung zu den nächsten Sitzungen, die meistens einmal im Monat stattfinden. Dort sprechen Genossinnen und Genossen über lokale oder auch überregionale Themen. Hier lernst du auch direkt MitstreiterInnen kennen. Oder du sagst, dich interessiert ein bestimmtes Politikfeld besonders, wie Antidiskriminierungspolitik, Verkehrspolitik oder feministische Außenpolitik. Zu diesen und vielen weiteren Themen gibt es in der SPD sogenannte Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreise oder Foren. Dort kannst du dich inhaltlich vertiefen und dich zu konkreten Forderungen engagieren. Hast du schon mal überlegt, in die SPD einzutreten? Schreib es mal in die Kommentare. Aber wie genau macht man jetzt Politik in einer Partei? Mit Anträgen. Sie sind das wichtigste Instrument jedes Mitglieds. Du kannst zum Beispiel in einem Ortsverein oder in einem Arbeitskreis einen Antrag stellen, dass sich die SPD für eine bestimmte Forderung einsetzen soll. Bekommst du eine Mehrheit, kannst du mit deinem Antrag sogar direkt zum Bundesparteitag gehen. Bekommst du dort auch eine Mehrheit, veränderst du sogar die Beschlusslage der Partei. Ganz schön verrückt, was alles so möglich ist, oder? Aber Politik kann auch kompliziert sein. Zum Glück haben wir da die Parteischule. Mit ihr lernst du viele unterschiedliche praktische Skills. Manche von den Seminaren finden im Willy-Brandt-Haus statt und andere auch online als Webinar. Als Mitglied kannst du an all diesen Workshops teilnehmen. In der SPD freuen wir uns immer wieder über neue Genossinnen und Genossen. Wenn du dich engagieren willst, hast du auch sehr schnell die Möglichkeit, Ämter zu übernehmen. Zum Beispiel kannst du Schriftführerin in deinem Ortsverein werden oder auch Vorsitzende des Ortsvereins. Du kannst auch Mitglied im Landesvorstand werden oder Delegierte zum Parteitag. Und natürlich kannst du dich auch nur als Mitglied von der SPD für eine Wahl aufstellen lassen. Zum Beispiel für einen Ortschaftsrat, einen Kreistag, den Landtag oder auch den Bundestag. Auch wenn das alles sehr krass klingt, ich bin mir sicher, dass auch bei dir vor Ort in den kommunalen Parlamenten Kandidierende für die nächste Wahl gesucht werden. Also, wenn du dich engagieren willst, dann ist die SPD der richtige Ort, wo du sehr viel Support von deinen ganzen Genossinnen und Genossen bekommst und wo du wirklich was bewegen kannst. Und genau dieses Teamgefühl ist in der SPD unschlagbar. Ich meine, wir sind rund 400.000 Genossinnen und Genossen. Das ist eine echt starke Gemeinschaft. Und wenn die nächste Wahl ansteht, dann kannst du etwas sehr Konkretes tun. Du kannst nämlich deine lokale Kandidatin oder deinen Kandidaten unterstützen. Wie sieht das aus? Du kannst Flyer verteilen, Plakate aufhängen oder am Infostand stehen. Du kannst aber auch von Haustür zu Haustür gehen und Social-Media-Beiträge vorbereiten. All das ist unverzichtbar für den Wahlkampf und dass eben deine Kandidatin oder der Kandidat gewinnt. Für manche Genossinnen und Genossen ist das wie ein richtiges Hobby. Aber jeder und jede macht einfach so viel er oder sie kann und schafft. Und du bekommst dabei immer Unterstützung von uns, hier aus dem Willy-Brandt-Haus, der Parteizentrale in Berlin. Wir stellen dir zum Beispiel Materialien für den Wahlkampf und die politische Arbeit vor Ort zur Verfügung. Zum Beispiel Argumentationshilfen bei aktuellen Themen, aber auch Fotos, Sharepics, Designs und. Also alles Mögliche eigentlich. Im Wahlkampf gibt es sogar eine Hotline für Kandidierende und ihre MitarbeiterInnen. SPD-Parteivorstand. Große Hallo. Schon krass, was als Mitglied alles möglich ist, oder? Wenn du bei der SPD eintrittst, musst du dich aber nicht sofort engagieren. Also keine Sorge. Schon als einfaches SPD-Mitglied unterstützt du die Sozialdemokratie durch deinen Mitgliedsbeitrag. Wenn wir dich überzeugen konnten, dann kannst du auch ganz unkompliziert eintreten. Und zwar mit unserem Online-Formular. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Aber du musst natürlich nicht sofort eintreten. Du kannst dich auch gerne etwas hier umschauen. Auf unserem YouTube-Kanal findest du viele aktuelle Videos. Viel Spaß dabei!